Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Es gibt mal wieder ein neues großes Tournament und zwar beginnt das Ganze bereits schon in 3 Tagen. Das heißt, es findet tatsächlich noch in der Season statt und da gibt es mal wieder eine Menge Preisgeld und ich werde euch in diesem Video alle Informationen dazu zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos hier mal auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt und schaut natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Das neue Tournament ist das EU-Zugabe-Event, also findet das Ganze logischerweise natürlich auch in allen anderen Regionen statt. EU-Spieler können aber logischerweise natürlich nur beim EU-Zugabe-Event teilnehmen. Und das Ganze ist relativ ähnlich aufgebaut wie das FNCS Invitational-Event in der Season 2. Und zwar gibt es eben halt gewisse Invitational-Runden. Das wären die ersten beiden Runden hier, also einmal am 17.11. und am 19.11., also diese Woche Dienstag und Donnerstag. Und dann gibt es noch ein Wildcard-Match am 20., also am Freitag. Und das Finale findet dann am 22. statt, das heißt am nächsten Sonntag. Alle Tournaments sind immer 18 bis 21 Uhr und um daran teilzunehmen, muss man entweder unter den besten 4500 Spielern des Regional Series Leaderboards in der Season 4 PC Finals gewesen sein. Das heißt, falls ihr auf Konsole die FNCS gespielt habt, dann spielt es oder so keine Rolle, da ihr euch nicht über diesen Weg qualifizieren könnt. Aber für alle, die eben halt auf PC gespielt haben und dann in dieser Series besten Liste und den besten 4500 Spielern waren, die können hier eben halt teilnehmen und das Ganze ist ja diese Bestenliste, die auf allen Qualifikationen der FNCS basierte. Das heißt, falls ihr in den ganzen Qualifikationen gut gespielt habt, könntet ihr euch auf jeden Fall dafür qualifiziert haben. Man kann leider nicht mehr sehen, man kann sich leider nicht mehr detailliert die Series Bestenliste ansehen, aber falls ihr eben halt hier kein Schloss vorhaben solltet, wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr daran teilnehmen könnt. Und ansonsten, wenn man eben halt das da nicht dadurch geschafft hat, dann hat man natürlich noch die Möglichkeit zum Wildcard-Match, was ja das dritte Match am Freitag ist und das Ganze, oder um daran teilzunehmen, muss man eben halt in der Contender League sein, also in der Anwärterliga sein, das heißt, man muss nicht mal Champion Liga sein und das Besondere hierbei ist, dass man sich auch neue Trios suchen kann, das heißt, selbst falls ihr euch eben mal gesplittet habt, könnt ihr auch ganz einfach mit einem neuen spielen. Die Frage ist nur, ob es auch funktioniert, wenn man mit einem neuen Trio spielt, wo nur ein Spieler in der vorherigen Trio FNCS und im besten 4500 Spielern war oder ob dann eben halt wirklich alle dort drin gewesen sein mussten. Das müsst ihr am Ende ausprobieren. Ich würde eher davon ausgehen, dass ihr euch ganz normal über das Wildcard-Match qualifizieren müsst, falls ihr es immer nicht unter die besten 4500 Spieler geschafft habt. Und hierbei ist es auch so, dass ihr als PC-Spieler mit Konsolenspielern zusammenspielen könnt und natürlich auch andersrum. Das heißt, ihr habt da wirklich keine Begrenzung. Ihr könnt mit jedem ganz einfach zusammenspielen. Es gibt einen gemeinsamen Prize-Pool und das ganze Bewertungssystem sieht so aus, dass man 80 Punkte insgesamt für den Sieg bekommt. Ab Top 17 jeweils 3 Punkte, relativ ähnlich wie FNCS aufgebaut. Top 3 bringt dann 6 Punkte, Top 2 nochmal plus 8 Punkte und der Victory Royale bringt dann nochmal plus 14 Punkte. Jeder einzelne Kill bringt 3 Punkte, das heißt sogar relativ viele Placement-Punkte im Vergleich zu den ganzen Kills, die man holen kann. Es steht leider zurzeit auch noch nicht fest, wie viele Spieler von den einzelnen Runden weiterkommen werden. Falls man dann im Finale ist, bekommt man für die Top 30 750 Dollar, Top 25 1500 Dollar und das sind auf jeden Fall schon ganz gute Preise und der erste Platz bekommt tatsächlich 30.000 Dollar, was natürlich auch ein sehr, sehr guter Preis ist, dafür, dass es ein sehr, sehr kurzes Event ist. Es geht nur über eine Woche und ist im Prinzip nur ein Zusatzevent. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass das Ganze jetzt stattfindet. Wie gesagt, nähere Informationen dazu, welches Placement man braucht, um in die nächste Runde zu kommen, steht noch nicht fest. Da es aber wahrscheinlich 30 Teams geben wird im Finale, weil eben halt nur die Top 30 hier auch Geld bekommt, kann es sein, dass eben halt aus jeder Runde die Top 10 immer weiterkommen. Sicher steht das Ganze aber nicht. Das ist dann soweit auch schon alles zu diesem Event. Es gibt auch noch natürlich jetzt noch den letzten Trio Cash Cup und dann natürlich noch eine weitere von diesen Marvel Cups. Deshalb findet das Ganze übrigens auch Dienstag und Donnerstag statt, weil eben halt Mittwoch eine weitere Cup ist. Eine besondere Sache aber auch ist, dass Samstag tatsächlich kein Turnier ist und eigentlich ist es ja relativ komisch, weil eben halt Samstag letztendlich die meisten frei haben und eventuell könnten wir da sogar die ersten Stages Live-Events bekommen. Weitere Informationen werde ich euch wahrscheinlich morgen im Video dazu liefern. Langsam kommen wir ja dem Season-Ende nahe, deshalb muss das Live-Event ja demnächst beginnen und zurzeit gibt es ja eben halt schon die ein oder anderen Informationen. Wie gesagt, Video dazu folgt morgen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.